Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Kurz Moment. Heute zeige ich euch, wie der Move Component to Node funktioniert. Dazu sind wir wieder im Third-Person-Template und wir wollen Folgendes: Wir wollen eine Plattform machen mit einer Triggerbox, und sobald wir auf diese Plattform gehen, schwebt quasi diese Triggerbox über einen bestimmten Platz. So, also wir setzen hier einen Cube rein und ziehen den einmal hier lang und ein bisschen tiefer und ein bisschen höher. Ja. Und nehmen noch den Triggerbox hier drauf, der kann ruhig so klein sein. Und wir markieren quasi beide, indem wir Shift-Taste gedrückt halten und beide anklicken. Und erstellen daraus eine Blueprint-Klasse. Dann gehen wir hier oben hin, Convert Selection to Blueprint, Actor Harvest Component, BP Platform. Ja. So, okay. So, jetzt sind wir schon im Blueprint. Jetzt machen wir Folgendes. Das sind Komponenten, und der Komponent MoveTo, der tut quasi die Komponente ansprechen. Also es gibt Actor, Actor-Klassen, und alle Actor haben Komponenten. Das sind diese Komponenten quasi, und man kann verschiedene Komponenten hinzufügen. Und wir wollen jetzt die Komponente ansprechen. Manchmal spricht man den Actor an, also die gesamte Klasse, manchmal spricht man einzelne Komponenten an. Und zum Beispiel hier, wir sprechen jetzt die Komponente, den Triggerbox. Die Triggerbox, die kennen wir ja, das ist diese Box hier, die triggert etwas, sobald irgendwas passiert. Zum Beispiel on component begin overlap. So, in Klammern Triggerbox Collision. So, was soll passieren? Was wir gesagt haben, move component to. Move Component to. Das ist eine Zeit-Node, die über Zeit geht. Das ist mit diesem kleinen Zeichen oben rechts. Zum Beispiel der Delay-Node genauso. The other actor, Die Komponente, die bewegt werden soll, das ist die Komponente hier. Also das soll Move, also quasi voranschreiten in der Zeitachse. Welche Komponente? Das ist unser Static Mesh. Den ziehen wir uns auch hier raus und verbinden den mit der Komponente. Hier kommt eine Komponente hin. Hier kommt Relative Location. So, es gibt eine absolute World Space Position. Die World Space wird zum Beispiel hier angegeben. Also World Space ist, irgendwo gibt es einen Nullpunkt, den absoluten Nullpunkt. Und zu diesem Nullpunkt werden diese Koordinaten beschrieben, also die Position beschrieben. Das ist die World Location. Es gibt auch eine Relative Location. Relative Location ist, was relativ zu diesem Scene Component, also zu diesem Scene Component. Scene Components sind immer in Klassen quasi eine gedachte Ursprung, Nullpunkt. Und relativ dazu, da muss man meistens vorsichtig sein. So, wir wollen relativ dazu quasi 200 Einheiten in X-Richtung. X-Richtung ist immer was? Das ist immer, hier könnt ihr die Koordinatensystem sehen. X ist vorne, Z meine ich. Z ist nach oben und Y ist in diese Richtung. Wir wollen in Z-Richtung quasi 200 Einheiten. Easy in, easy out, das ist quasi ein fließender Anfang und fließendes Ende, kein abruptes. Und hier, über welche Zeit soll diese Strecke quasi hinterlegt werden? Je nachdem, je höher die Zahl, desto langsamer ist halt diese Bewegung. Machen wir mal auf 10 Sekunden, und compile. So, jetzt müssen wir das ist ja schon da drin, und schauen uns das mal an. Play und drauf gehen, dann bewegt sich langsam die Plattform nach oben. So, das Problem ist hier, das hier ist nicht mitgekommen. Warum? Weil wir das quasi von Parent müssen. Quasi, wir müssen das soll quasi der Child die Abhängigkeit
von dem soll zu dem quasi bestehen, damit, wenn sich das, dieser Mesh quasi, dieser Mesh nach oben bewegt, dass die Triggerbox sich auch zusammen mitbewegt. Ja, das können wir nochmal versuchen. Jetzt nochmal hier drauf springen und hier auf die Triggerbox. Und die Triggerbox bewegt sich mit. Ihr könnt auch die Triggerbox unsichtbar stellen, indem ihr hier auf die Triggerbox geht und hier auf die Details hidden, ja, hidden in Game. Und dann hier auf True setzt, compiled, und dann seht ihr auch die Triggerbox nicht. Ja. Ihr könnt auch quasi das Ganze schneller machen, ja, in einer Sekunde, dann geht es ziemlich schnell voran. Ja. Und hopp. Ja, ihr könnt da auch Plattformen zum Springen quasi. Und ihr könnt noch eine Spielerei reinbauen, indem ihr sagt zum Beispiel Begin Overlap, End Overlap. Ja, sobald sich der Spieler außerhalb dieser Triggerbox bewegt, soll was passieren? Also sobald End Overlap, dann können wir das hier kopieren, Steuerung D, ja, und schreiben quasi hin, ja. Schreiben hin 0, ja, wieder in die Ausgangsposition. Ja. Und dann könnt ihr hier drauf, geht wieder runter und dann geht es wieder runter, geht wieder hoch, runter, hoch und weiter. So, das war der Move Component to Node, ja, der ist recht nützlich und ja, ihr könnt es in vielerlei Hinsicht ja, nutzen. Das war's für heute. Danke noch einmal fürs Zuschauen. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Vergiss den Like-Button nicht, das würde mich sehr freuen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss.